So, meine lieben Zuschauer, und da bin ich auch schon wieder. Und wir erkunden heute mal das Buch. Und zwar, ich habe doch nachgeguckt, ich habe doch alle Seiten anscheinend. Also, was habe ich eine andere Wahl, oder? Nein, das ist eine optionale Welt. Und wenn man natürlich alle Welten haben will, so wie ich, sieht man ja, dann muss man das machen. Lesen. Die offene Wiese, sicher. Hier gibt es auch nichts groß zu kämpfen, also wir müssen uns auch keine Sorgen machen oder so. Denk. Okay, Winnie Pooh ist da. Hallo, irgendwas nicht? Alles in Ordnung. Nur denken. Oh. Ich habe überlegt, wie ich Pooh verabschieden soll. Pooh? Ja. Warte mal kurz. Du bist Pooh? Ja, ich bin Winnie Pooh. Oder einfach nur Pooh. Wer bist du? Ich bin Sora. Oh, hallo Sora. Willst du dich auch von Pooh verabschieden? Nein. Warum sollte ich? Wir haben uns erst kennengelernt. Weil alle weggegangen sind. Wie meinst du das? Nun, wir alle lebten hier im 100-Morgen-Wald. Wir sind zusammen spazieren gegangen oder haben Puhstöckchen gespielt. Und jeden Tag habe ich Honig gegessen. Wenigstens ein kleines Töpfchen wäre jetzt wirklich schön. Aber jetzt sind ja alle weg. Alle meine Freunde und mein Lieblingshonigbaum auch. Sie sind während meines Nickerchens gegangen, denke ich. Wer weiß? Vielleicht sollte ich auch irgendwo anders hingehen. Aber wie verabschiede ich mich von mir selbst? Denk. Oh, mein kleines Bäuchlein rumpelt und pumpelt. Also wenn ich das richtig übersetzen würde, würde da aber stehen 100 Eichenwald, nicht 100 Morgen. Oh ja, doch, hier ist was, wusste ich doch. Öffnen. Mithridat. Wieder was Neues zum Schmieden. Auch hier können wir hieben, aber... Auch das können wir machen, aber das bringt uns alles nichts. Denn hier kommen keine Gegner. Das weiß ich noch aus den ehemaligen Zeiten. Darum ist es hier auch eine ganz entspannte Art und Weise hier. Huch, ich werfe hier alles um mit meinen Füßen. Irgendwo muss es weitergehen. Irgendwo auf diesen Flecken geht es weiter und ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo. Hier unten habe ich noch einen Fleck. Ruhe, ich habe doch hier verlorene Seiten. Einfach mal. Oh, hier gibt's noch was rein. Ja, schauen wir mal hinein, natürlich. Ruckidi Kuh, der Pooh ist da. Mr. Sanders. Och je, es ist kein Honig mehr da. Wenn mich der Honigbaum besuchen käme, dann könnte ich naschen. Okay. Lass mich raten, du willst jetzt wissen, was passiert ist. Ja? Leider fehlen einige Seiten, daher kann ich es dir nicht sagen.
verlorenen Seiten sind über viele Welten verstreut. Kannst du sie für uns finden? Na klar, dafür habe ich sie auch dabei. Wir müssen zum Honigbaum. Welcher der nicht ist? Welcher der da oben ist wahrscheinlich auch nicht. Nee, das ist der Honigbaum. Ja, natürlich gehen wir da rein. Wenn ich irgendwas übersehen sollte und ihr es sehen solltet, bitte sagt mir Bescheid, damit ich mich nicht allzu sehr verlaufe. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Also es ist eins dieser Minispiele. Und ich hab's gehasst. Ich hasse es immer noch. Was soll ich tun? Ich bin ganz alleine. Wo bist du? Ich bin der Stärke. Nee, erstmal ist das Ferkel gefangen. Okay, es guckt von da, also gehen wir andersrum. Ja, logisch, ne? Ha! Oh nein! Ich hab auch nichts. Tut mir leid. Hab keine Angst. Du suchst Pooh, stimmt's? Du kennst Pooh? Oh, siehst du, ich habe etwas für ihn. Ich muss es Pooh sofort bringen. Oh, Pooh! Das ist süß. Oh, ich glaube, ich rieche da etwas sehr Leckeres. So lecker wie Honig. Hallo, Ferkel. Wie geht es dir? Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich dachte, du wärst fort. Hier habe ich, was du wolltest. Danke, Ferkel. Jetzt bekomme ich endlich meinen Honig. Wirklich? Aber wie? Ich fliege mit dem Ballon wie eine Biene auf den Honigbaum. Schau. Aber werden die Bienen nicht böse, wenn du ihren Honig stiehlst? Oh. Ja, da kommen wir ins Spiel. Natürlich. Wenn du diese Bienen bloß verjagen könntest, dann würde ich ein Häppchen Honig bekommen. Hilfst du mir beim Honig sammeln? Ja. Natürlich helfen wir ihm. Und das ist eine ganz böse Geschichte. Oh, hallo Eule. Hallo Pooh, was hast du vor? Mit dem Ballon Honig holen? Vorzügliche Idee. Erlaube mir, dir ein paar Tipps zu geben. Pooh kann Honig sammeln, wenn er mit dem Ballon den Baum hinauffliegt. So, der Honig ist in den Baumlöchern, nicht in den Bienenstöcken. Es gibt eine Menge Honig in diesen Löchern. Wenn Pooh ihnen zu nahe kommt, werden die Bienen ihren Honig zittern und verteidigen. Wenn die Bienen zu Pooh gelangen, platzt er in seinen Ballon. Halte sie mit gezielten Hieben fern. Je mehr Zeit Pooh für jedes Loch hat, desto mehr Honig kann er essen. Es gibt auch mehr Honig in den oberen Löchern. Wenn das Wenn das Springen von Ast zu Ast
knifflig wird, benutze das Kommando Folgen. Mit Folgen gelangst du schneller zu Pooh. Es klappt nicht immer, also viel Glück. Okay. Und hopp da. Ich sehe das schon kommen hier. Siehst du, genau das meine ich doch. Warte. Da unten geht das wieder. Und folgen. Hopp, hopp, hopp.